Und auch noch herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist, wie gesagt, Max Scherer. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am FCD im Bereich für Software Engineering. Und in meinem heutigen Webinars-Vortrag geht es um die Absicherung von solchen KI-basierten Systemen, was ja Arne auch schon ein bisschen so auf algorithmischer Ebene angerissen hat. Beginnen würde ich gerne mit einer kleinen Motivation. Hierfür habe ich sehr vereinfachtes oder stark abstrahierte Softwarearchitektur von so einem Robotersystem eben auf der Folie abgebildet. Denn typischerweise kann man solche Robotersysteme auf einer sehr hohen Abstraktionsebene, kann man die recht gut beschreiben, weil die im Grunde immer dieselben Schritte durchlaufen. Also zuerst beginnen solche Systeme eigentlich damit, im Grunde die Umwelt in irgendeiner Form zu wahrzunehmen, zu perzeptieren. Zum Beispiel hier mit einer Kamera. Das wird typischerweise mittels diversen Umweltsensoren realisiert und diese gemessenen Daten werden dann in die nächste Phase weitergereicht, in welche dann typischerweise eine Trajektorie, also eine Bahn berechnet wird, die der Roboter dann entsprechend abfahren soll. Genau diese berechnete Trajektorie wird dann quasi an eine Kontrollkomponente weitergegeben, die im Endeffekt die Trajektorie dann auch in konkrete Kontrollsignale übersetzt oder umwandelt. In dem Beispiel gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir quasi vor der Trajektorie noch sowas wie ein Hindernis oder eine Objekterkennung haben und dass diese eben erst durch eine KI-Komponente realisiert ist. Jetzt kann man sich eben gut vorstellen, dass die Sicherheit des Systems oder des Trajektorienplaners auch stark von der Zuverlässigkeit dieser Klassifikation oder der Klassifikation Ergebnisses dieser Hinderniserkennung abhängig ist. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel ein Eingabebild bekomme und es im Endeffekt durch diese Hinderniserkennung durchjage, dann wird dieses Bild im Grunde mit den entsprechenden klassifizierten Hindernissen angereichert und dient dann im Endeffekt als Basis für die Trajektorienplaner, für die Berechnung der entsprechenden Trajektorie. Wenn jetzt hier entsprechend bestimmte Objekte gar nicht erkannt wurden, dann kann man sich eben vorstellen, dass es natürlich auch zu Kollisionen mit Objekten kommen kann. Solche Objekte sind im schlimmsten Fall eben Menschen. Und das kann dann mitunter auch sehr gefährlich werden. Das heißt, man versucht eben, oder die Zuverlässigkeit des gesamten Systems ist auch ziemlich abhängig von der Zuverlässigkeit eben von der entsprechenden KI-Komponente. Und nun ist es leider so, dass das Klassifikationsergebnis auch teilweise ziemlich einfach durch verschiedene Faktoren beeinflussbar ist. Zum Beispiel während der Perzeption kann es schon sein, dass einfaches Sensorrauschen oder vielleicht sogar einfach nur Helligkeitsvariation im aufgenommenen Eingabebild im Endeffekt schon ausreichen, um so eine Fehlklassifikation herbeizurufen. Das beschränkt sich leider auch nicht nur auf Faktoren in der Perzeption, sondern die können auch rein technischer Natur sein. Also Hardwarefehler oder Bitflips im Hauptspeicher, die jetzt genau die Speicherstellen der KI-Komponente entsprechen. Genau. Und ich meine, diese Problematik ist eben entsprechend auch bekannt, also auch in diversen Forschungscommunities. Und hier gibt es ja auch schon teilweise Lösungen. Also Anna hat ja ein paar schon skizziert. Und hier könnte man sich zum Beispiel auch vorstellen, dass man gezielt während der Trainingsphase so einer KI-Komponente jetzt eben die Trainingsdaten mit zusätzlichen verrauschten Daten anreichert, um im Endeffekt dann auch während der Lernphase eine gewisse algorithmische Robustheit eben auch versucht an der Stelle zu erzielen. Nichtsdestotrotz wird es eben sehr schwierig, das nur noch auf Algorithmenebene zu erzielen, wenn man eben mit mehreren von solchen Faktoren eben zu kämpfen hat. Und deshalb ist vielleicht auch gerade hier die Idee oder das, was ich hier motivieren will, das Problem eben von der algorithmischen Ebene ein bisschen wegzuziehen und es eben auf eine höhere Abstraktionsebene, zum Beispiel auf die Systemebene oder auf der Systemebene zu betrachten, und zwar mittels softwaretechnischen Mitteln. Was jetzt in diesem Zusammenhang ziemlich interessant ist, sind sogenannte selbstadaptive Systeme. Und solche selbstadaptive Systeme kann man sich vorstellen als Programme, die im Endeffekt parallel zum Robotersystem laufen, mit zusätzlichen Laufzeitmonitoren entsprechende Systemvariablen des Robotersystems überwachen, diese analysieren und eben detektieren, ob jetzt eventuell gerade ein kritischer Systemzustand vorliegt. Also ist es zum Beispiel der Sensorrauschanteil zu hoch oder habe ich jetzt eine sehr erhöhte Helligkeit im Bild beispielsweise. Und wenn das eben erkannt wurde,
Dann werden sogenannte Rekonfigurationen oder Adaptionen eben angetrieben oder ausgelöst, die es zum Beispiel so aussehen könnten, dass bei einem erhöhten Rauschanteil man jetzt zwischen die Kamera und die Hinderniserkennung zusätzliche Filterungskomponenten aktiviert oder dazwischen setzt, die eben das Bild nochmal in irgendeiner Form vorverarbeiten. Eine Rekonfiguration kann sich im Grunde verschieden manifestieren. Es könnte auch sein, dass man einfach direkt in den Fail-Safe-Modus übergeht oder dass man vielleicht sogar die Hinderniserkennungskomponente mit einer, ich sag mal, konservativ implementierten Komponente austauscht. Genau, und solche selbstadaptiven Systeme sind eben in der Forschungscommunity eben relativ schon bekannt. Und da gibt es auch eine recht verbreitete und berühmte Referenzarchitektur, wie man diese eben implementieren kann. Und diese nennt sich eben MAPK-Feedback-Schleife. Dieses MAPK ist im Endeffekt ein Akronym bestehend aus den Phasen, die dieses System durchläuft. Und die erste Phase, also man hat es vorher schon auf der Folie ein bisschen gesehen, in der Motivation, ist eben das Monitoren, also das Überwachen. Und da geht es eben erstmal darum, einfach Daten zu sammeln, die es eben erlauben, Rückschlüsse auf bestimmte Systemvariablen eben zu schließen. Das können jetzt eben Umweltsensoren sein oder Logdateien. Und die werden in dieser Phase erstmal eben aggregiert, gegebenenfalls vorverarbeitet und dann an die nächste Phase weitergereicht, also in die Analyze, die Analysieren-Phase, die dann im Endeffekt diese Daten prüft, also analysiert. Und so eine Analyse kann jetzt von einer eher anspruchsvollen Anomalieerkennung bis zu einer eher simplen Schwellwertprüfung jetzt eben reichen. Genau, und in dieser Phase stellt man sich eben generell die Frage, soll jetzt überhaupt konfiguriert werden? Also sind wir jetzt gerade in einem kritischen Systemzustand? Wenn das eben der Fall ist, dann geht es quasi in die Planungsphase über, die im Endeffekt die konkrete Rekonfigurationsstrategie implementiert. Also hier wird dann eben konkret jetzt bestimmt, welche Rekonfiguration jetzt auf Basis der analysierten Daten jetzt konkret ausgeführt werden soll. Wenn man dann auch die konkrete Rekonfiguration selektiert hat, dann wird diese schließlich in der letzten Phase auch nur noch ausgeführt. Und dieser Zyklus wiederholt sich quasi ständig, also im Endeffekt solange das System läuft. Was jetzt noch fehlt, ist eben das K von MAPK, das steht für Knowledge, also die Wissensbasis. Und die ist eben im Endeffekt allgegenwärtig. Also die Wissensbasis beinhaltet schon Domänenwissen, das man eben im Vorfeld schon hat. Also das können jetzt historische Daten sein, das können Umweltmodelle sein, die eben beschreiben, welche Variablen in der Umwelt wie miteinander korrelieren. Und im Endeffekt bedient sich auch alle Phasen dieser Wissensbasis, um im Endeffekt dann auch ihre Aufgaben zu erfüllen. Genau, also wenn man sich jetzt also entschließt, so ein selbstadaptives System eben zu verwenden als zusätzlichen Absicherungsmechanismus für KI-Komponenten, dann muss man sich bei dem Entwurf oder bei der Entwicklung eines solchen Systems auch verschiedene Fragen stellen. Also beziehungsweise es ergeben sich verschiedene Fragestellungen, die sich auch entsprechend den verschiedenen MAPE-Phasen zuordnen lassen. Beim Überwachen beispielsweise stellt sich die Frage, was für Daten will ich denn genau überwachen oder welche Daten setzen mir denn oder geben mir überhaupt die Möglichkeit, jetzt Rückschlüsse auf bestimmte Systemvariablen im Endeffekt da ja, Rückschlüsse zu ziehen. Und eben die Frage, wo sollen jetzt genau solche Laufzeitmonitore eben platziert werden im System. Also gerade wenn es hinsichtlich Absicherung von KI-Komponenten geht, dann kommt man natürlich logischerweise nicht drum herum, die Eingabedaten in irgendeiner Form zu beobachten, beziehungsweise Eingabe-Ausgabedatenpaare sind im Endeffekt auch sinnvoll zu beobachten. Oder wenn man jetzt gerade ein tiefes neuronales Netz verwendet, sind auch manche Neuronenaktivierungen relativ interessant zu beobachten, da die auch darüber Aufschluss geben können, ob wir jetzt vielleicht gerade in einem kritischen Zustand sind oder nicht. Darüber hinaus sind jetzt aber auch nicht nur solche Laufzeitmonitore interessant, sondern auch Laufzeitmonitore, die mir vielleicht sekundäre Eigenschaften überwachen, wie zum Beispiel die Performance von einem System. Also wenn Sie sich zum Beispiel an das Beispiel aus der Motivation zurückerinnern, da hatte ich ja erklärt, dass eine Rekonfiguration so aussehen könnte, dass man zusätzliche Filterungskomponenten einfach aktiviert. Jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, na gut, warum lasse ich die einfach nicht die ganze Zeit aktiviert? Warum muss ich die erst über eine Rekonfiguration starten?
Und das ist halt das Hauptargument, im Grunde die Performance des Systems. Denn gerade Robotersysteme müssen ja auch eine gewisse Ausführungszeit oder Antwortzeit erfüllen. Also wir müssen eine gewisse Zykluszeit erfüllen. Und da ist es halt dann schwierig, wenn wir dann noch zusätzliche Filterung oder Vorverarbeitungskomponenten eben haben. Und an der Stelle wäre es dann eben sinnvoll, wenn man quasi noch sowas wie einen Performance-Laufzeitmonitor hat, der eben noch die Antwortzeit im Endeffekt des Systems überwacht und der mir dann auch eine weitere Basis liefert, um jetzt zu entscheiden, in welcher Situation ich überhaupt welche Rekonfiguration auswähle. Bei der Analysephase geht es dann konkret darum, also es hängt natürlich auch sehr stark mit der Monitorphase zusammen, welche Eigenschaften denn jetzt genau überwacht werden oder welche sind denn sinnvoll, um jetzt eben auf potenzielle oder kritische Zustände zu schließen. Also welche Eigenschaften sind dafür sinnvoll? In dem Beispiel hatten wir jetzt zum Beispiel das Signal-to-Noise-Ratio, also das Signal-Rauschverhalten oder die Helligkeit. Das sind natürlich sehr triviale Eigenschaften und da muss man sich natürlich die Frage stellen, ob die je nach Use Case überhaupt ausreichen oder muss man vielleicht sogar einfach komplexere Eigenschaften betrachten. Genau, da werde ich auch noch mal ein bisschen ins Detail gehen später im Vortrag, wenn es auch wirklich konkret um monitorbare KI-Eigenschaften geht. Genau, bei der Planphase stellt man sich dann typischerweise die Fragestellung, wie soll denn jetzt konkret die Strategie aussehen, wie soll die Logik aussehen, die ich implementiere und erfüllt die denn auch tatsächlich die Anforderungen, die sich im Endeffekt aus der Anforderungsanalyse ergeben hat. Und bei der Ausführungsphase geht es dann darum, jetzt wirklich konkrete Rekonfigurationen zu finden, die dann in dem Kontext auch entsprechend sinnvoll sind. Also in dem Beispiel hatte ich es ja schon angerissen, Fail-Safe-Modus wäre eine mögliche Rekonfiguration, die Aktivierung von zusätzlichen Komponenten oder halt eben auch das Austauschen von einem Detektionsalgorithmus. Genau. Und das sind jetzt eben alles Fragestellungen. Die ergeben sich zur Entwurfszeit, also wenn ich quasi noch keine einzige Zeile Code implementiert habe. Und diese Fragen würde ich natürlich schon gerne früh im Entwicklungszyklus beantworten, denn wenn ich typischerweise erst später feststelle, dass die Designentscheidung, die ich zu jeder Frage jetzt getroffen habe, nicht meinen Anforderungen eben gerecht wird, dann habe ich wirtschaftlich gesehen schon eher ein kleines Problem, da solche Probleme, solche also diese Fehler wieder zu beheben, kann eben entsprechend sehr, sehr teuer werden. Genau, deshalb arbeiten wir auch gerade im Rahmen von Cyber Protect an Werkzeugen, die gerade auch Softwareingenieure an der Stelle unterstützen sollen, die richtigen Entwurfsentscheidungen zu treffen an der Stelle. Genau, dann würde ich jetzt zum letzten Teil meines Vortrags übergehen, und zwar zum konkreten Monitoring von KI-Eigenschaften. Das ist ja im Endeffekt eigentlich auch ein sehr essentieller Teil, da ich erst über die KI-Eigenschaften eigentlich wirklich mir erst ableiten kann, ob ich jetzt in einem potenziell kritischen Zustand bin oder eben nicht. Und generell kann man jetzt eben sagen, dass das ein ziemlich schwieriges Unterfangen ist. Und zwar, klar, KI-Systeme oder KI-Komponenten an sich sind extrem komplex. Sie können je nach Lernproblem sehr komplex und sehr große Modelle eben beinhalten, bei denen man eigentlich überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, warum jetzt bestimmte Eigenschaften oder bestimmte Berechnungen jetzt gemacht wurden. Und diese Komplexität rührt eben daher, dass man typischerweise sagt, dass wenn ich jetzt ein Problem habe und ich kann dieses Problem nicht mit meinen herkömmlichen Programmiertechniken lösen, dann ist es jetzt vielleicht ein potenzieller Kandidat, in dem ich eben KI einsetze, weil ich eben dann mit KI auf Basis von Daten dann die Lösung zu diesem Problem lerne. Und die Schwierigkeit oder das Problem, was sich jetzt daraus ergibt, ist eben, dass, naja, wenn ich jetzt ein Problem habe, dazu mit meinen gegebenen Programmiertechniken jetzt eine Lösung implementiere, dann habe ich im Endeffekt eine Spezifikation meines Lösungswegs. Das heißt, durch die Instruktionen, die ich da im Endeffekt hinschreibe, habe ich einen konkreten Algorithmus und somit eine konkrete Spezifikation meines Lösungswegs. Und erst wenn ich eigentlich eine Spezifikation eines Lösungswegs habe, kann ich auch wirklich diesen Algorithmus auf Eigenschaften prüfen. Und es ist jetzt eben genau das Paradoxe bei KI, dass ich eben genau diesen Lösungsweg gelernt habe und somit auch keinen spezifizierten Lösungsweg habe. Und daraus kann man eben schließen, dass KI-Eigenschaften daher im Grunde schwer zu spezifizieren sind.
Genau, also das ist eben das Paradoxe an der Stelle. Denn allgemein sagt man, dass wenn man was spezifizieren kann, dann kann man es auch implementieren. Und bei uns ist es eben genau nicht der Fall, denn wir lernen eben das Problem. Denn wie zum Beispiel würde denn eine formale Spezifikation für so ein Bild, für eine Bildklassifikationssoftware aussehen oder für so einen Bildklassifikator? Nichtsdestotrotz gibt es in der Literatur oder auch gerade in der Forschung typische Eigenschaften von KI-Systemen, die man potenziell betrachten kann, um jetzt eben unsichere oder kritische Systemzustände zu identifizieren. Und eine davon nennt sich Robustheit. Und die Robustheit kann man sich jetzt eben so vorstellen, dass angenommen, wir haben jetzt einen Bildklassifikator und wir bekommen jetzt ein Eingabebild und jagen das im Endeffekt durch den Bildklassifikator, erhalten dadurch Klassifikationsergebnis. Dann würden wir im Endeffekt erwarten, dass wenn wir dasselbe Eingabebild nur leicht verändern, also wirklich wenige Pixel in diesem Bild ändern, dass der Bildklassifikator das Bild gleich klassifizieren würde. Also wir würden dann erwarten, dass wir dasselbe Klassifikationsresultat eben beobachten. Wenn das eben nicht der Fall ist, dann kann man zumindest sagen, dass für das Eingabedatum die Robustheit der KI-Komponente nicht gegeben ist. Und es ist natürlich dann auch ein Indikator dafür, dass, naja, dass man der Konf also dass man dem Klassifikationsergebnis des ursprünglichen Bilds auch keine hohe Konfidenz oder Zuverlässigkeit im Endeffekt zusprechen kann. Und das könnte man natürlich jetzt auch zur Laufzeit in Form von Monitoren eben prüfen und auf der Basis eben dann entsprechende Rekonfiguration ausführen. Eine weitere Eigenschaft ist eine temporale Eigenschaft oder nennt sich temporal. Und da geht es im Endeffekt darum, dass man davon ausgeht, dass man Laufzeitmonitore hat, die bestimmte Eigenschaften oder mit denen man bestimmte Eigenschaften objektiv beobachten kann. Und man weiß quasi, dass wenn diese Eigenschaften eingetreten sind, dass die auch mit bestimmten Aussagen verbunden sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel auch noch an das Beispiel aus der Motivation zurückdenkt, dann wäre so eine Eigenschaft eben na, die Helligkeit, die erhöhte Helligkeit in einem Bild oder das erhöhte Rauschsignal in einem Bild. Na, genau erst, wenn ich das beobachte, dann weiß ich, dass die Klassifikationsgüte zu diesem Eingabedatum eher eine schlechtere Konfidenz hat. Und das ist natürlich oder ist dann natürlich auch eine gute Grundlage, um entsprechend Rekonfigurationen eben auszulösen, um genau solche Faktoren dann eben vorzubeugen. Ein anderes Beispiel für temporale Eigenschaften sind zum Beispiel auch, oder wäre ein Roboterarm, bei dem ich die Position genau überprüfen möchte. Denn typischerweise ist es so, dass man gerade bei Roboterarmen, die sich eben durch den Raum bewegen, kennt man die Stellen im Raum, von denen man weiß, dass da typischerweise auch naja, Arbeiter sich auch bewegen oder dass an diesen Stellen quasi der Roboterarm mit dem Menschen interagiert. Und das heißt, wenn ich jetzt diese Eigenschaft konkret beobachten kann und weiß, dass er sich jetzt an dieser bestimmten Position im Raum aufhält und diese Position entspricht genau diesem Teilbereich, in dem sich auch Menschen aufhalten, dann wird das jetzt auch wieder eine Grundlage, um das System zum Beispiel dahingehend zu rekonfigurieren, dass ich jetzt eventuell die Geschwindigkeit des Arms einfach anpasse. Also reduziere, genauer genommen. Genau, dann eine weitere Eigenschaft nennt sich Input-Output. Das ist im Grunde eine Erweiterung oder eine Verallgemeinerung der Robustheit. Und da kann man generell sagen, dass, oder es gibt eben Werkzeuge, die genau prüfen können, dass für bestimmte Eingabeintervalle einer KI-Komponente man immer dieselben Ausgabenintervalle erhält. Und das ist ja natürlich auch eine Grundlage, um eben also die Zuverlässigkeit von einer bestimmten Vorhersage zu bewerten. Die letzte Eigenschaft ist Daten. Also streng genommen ist das eigentlich gar keine Eigenschaft, die man bei KI-Systemen beobachten kann, sondern es ist im Grunde vielmehr eine Anforderung, die man auch an der Stelle hat. Also man hat auch spezielle Anforderungen eben an die Trainingsdaten. Zum Beispiel, dass sie eben die Domäne, aus der ich eben Konzepte lernen möchte, repräsentativ darstellt oder eben die Konzepte da auch wirklich gut abgedeckt sind, dass ich ausreichend Trainingsdaten habe, dass die vollständig sind, dass ich die bestimmte Verteilung der Daten annehmen kann, von denen ich dann auch erwarten würde, dass sie sich über die Zeit auch nicht mehr verändern. Und da gibt es eben verschiedene Eigenschaften und Anforderungen, die man eben an die Daten hat,
wo man dann auch sagen kann, dass wenn ich jetzt eine KI-Komponente habe, die wirklich auf Basis von Daten trainiert wurde, die diese Eigenschaften eben erfüllen, dann kann ich der KI-Komponente auch so eine gewisse Grundkonfidenz schon zusprechen im Endeffekt. Genau, und das sind eben diese Eigenschaften, die man hier näher betrachten könnte, um jetzt auch beispielsweise so ein selbstadaptives System zu implementieren. Genau, dann wäre ich jetzt im Grunde auch schon fertig mit meinem Vortrag und bedanke mich erstmal für die Aufmerksamkeit. Wenn es noch Fragen gibt, dann versuche ich die gerne jetzt im Anschluss zu beantworten. Sollten sich im Nachhinein auch noch Fragen ergeben, dann beziehungsweise wenn Sie sich das Video nochmal angucken, dann können Sie mich auch gerne über meine E-Mail-Adresse noch erreichen. Ja, vielen Dank.